Die derzeitigen bundesweiten Diskussionen um vermeintlichen oder tatsächlichen politischen Extremismus beschäftigen auch die Landtagsparteien. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich jetzt zu den sogenannten Pegida-Demonstrationen geäußert. Er ruft zum Dialog mit den Demonstrationsteilnehmern auf. Auffällig ist da erstmal, dass es in Dresden stattfindet und nicht in Stuttgart. Wir wissen, dass Vorbehalte gegen Ausländer und Migranten im Osten stärker sind wie im Westen, obwohl es dort nur ganz wenige Migranten gibt und hier in den Großstädten sehr viele. Und das weist erstmal ganz evident darauf hin, dass Menschen, die Migranten kennen und mit denen etwas zu tun haben, in der Breite offensichtlich weniger Vorurteile haben wie solche, die die gar nicht kennen. Und deswegen kann eigentlich das Rezept nur heißen, mit ihnen reden und nicht immer über sie. Im Zusammenhang mit der Pegida-Bewegung kritisiert Kretschmann auch das Verhalten der AfD. Parteichef Lucke hatte erst kürzlich bei einem TV-Auftritt seine Sympathien für die Demonstranten bekundet. Sieht man, dass sich so eine Partei wie die AfD das sofort ranhängt und sozusagen sich zum offiziellen Sprachrohr solchen Menschen macht? Und das wirft natürlich nun in der Tat ein helles Licht auf diese AfD, dass sie merkt, dass sie mit ihren Themen, mit denen sie entstanden ist, nicht wirklich reüssieren kann und nun auf die alten rechtspopulistischen Themen setzt. Die seiner Meinung nach hochstilisierte Angst vor einer möglichen Islamisierung des Abendlandes hält er für abenteuerlich. Die Bilder, die man im Fernsehen sehe, etwa über den Islamischen Staat, viele Krisen, die im arabischen Raum herrschen, natürlich zeigen, dass die arabische Kultur sich in einer tiefen Krise befindet. Nicht die arabische Kultur als das Ursprungskultur des Islam und solche Bilder natürlich auch für Leute, die sich nur oberflächlich informieren, das Bild des Islam einfach prägen, solche Vorurteile befördern. Aufklärung statt Vorurteilen. Dafür plädiert Kretschmann und darüber hinaus dafür, die eigenen Werte hochzuhalten. Er macht allerdings auch keinen Hehl daraus, dass er die Entwicklung als sehr besorgniserregend einstuft.